BIOS, Operating System of the Future. Und wir haben eine neue Nachricht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Matze spielt. Diesmal das Spiel Super Hot. Ein First-Person-Shooter der etwas anderen Art, wie ihr ja schon gerade sehen könnt. Und dann steigen wir auch direkt ein mit der Geschichte. Spielst du schon Super Hot? Das ist voll krass. Wovon redest du? Super Hot Exe. Das ist ein Crack. Log dich damit auf der Entwicklerseite ein und spiel das Spiel. Total kranker Shooter. Krank? Schwer zu erklären. Spiel einfach mal. Moment. Ich schick dir die Dateien. Starte einfach Super Hot Exe und der Rest läuft automatisch. Ja, Chat beendet. Alles klar, jetzt bekommen wir also ein paar Dateien in unser POIOS oder so geladen. Und dann gucken wir uns auch nochmal ganz kurz hier ein bisschen um, was wir hier so alles haben. Es ist wirklich alles aufgebaut wie Anno dazumal. Ich weiß nicht, wer von euch noch unter... ob du da noch irgendwie mit einem DOS schon mal gearbeitet hast oder so. Ja, so ähnlich war das. Egal, ich will dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir starten ja einfach mal in Super Hot. So. Also ich habe das ganze Spiel natürlich schon einmal getestet, damit das alles so einigermaßen sauber funktioniert mit der Aufnahme. Und wie wir sehen, läuft die Zeit nur dann weiter, wenn wir uns bewegen. Alles klar soweit? Einfaches Spielprinzip. Jede Menge Möglichkeiten, um zu versagen. Seht ihr? Das meine ich. Kugeln bewegen sich trotzdem noch ein bisschen schneller auf einen zu. Wie ihr seht, ne, die Kugel bewegt sich da noch. Und jetzt geht es halt darum, wirklich hier das alles zu überleben. Man kann ganz gut erkennen, wann die Waffe wieder schussbereit ist an dem Fadenkreuz, das sich hier so dreht. Und dementsprechend haben wir natürlich immer ein bisschen Zeit. So, und das Ganze läuft jetzt noch einmal dann in Echtzeit ab. So mehr oder weniger. Alles klar. Das war die erste Mission. Gut. Wir holen uns die Waffe. Und dann kommen auch schon die ersten. Fangen wir mit dem an. Wir müssen ein bisschen vorhalten. Das war daneben. Den dürften wir haben. Und den haben wir dann auch. Eine Falle. So, der Grafikstil ist alles schön in diesem Weiß gehalten. Und man sieht immer, wo die Gegner spawnen, weil da färbt sich so ein bisschen die Luft. Dann rot. Oha, der hat auch wieder eine Waffe. Ich hoffe, den erwischen wir so. Jawohl. So, zack, zack, zack. Alles klar. Sehr schön. Mach langsam. Ja. Das ist logisch. Also es ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wann einen die Kugeln jetzt wirklich treffen und wann nicht. Oha, das war knapp. So, jetzt haben sie wieder beide geschossen. Ich hoffe... ich weiß nicht, ob das reicht. Einmal. Okay, reicht. Kommen wir ran? Nein, kommen wir noch nicht. So, da fliegt die nächste auf uns zu.
Dann weichen wir lieber mal aus. Oha. Ja, man darf halt eben nicht vergessen, dass alle Aktionen, die wir hier so durchführen, eben Zeit kosten, beziehungsweise eben die Zeit weiterlaufen lassen. Und dementsprechend... Super. Hot. So. Super. Hot. Super. Also ist das schon ziemlich hot. Cool. So ein bisschen Super. Matrix-Style. Hot. Super. So, Nummer 3 war es ja schon. Achso, genau. Wir können auch werfen. Und dann schnappen wir uns die Waffen. Und können dann direkt weitermachen. Was auch ein ziemlich cooles Feature ist. Hoppala. Da kommt schon der nächste. Nicht getroffen worden zu sein. So, da kommt noch einer. Oh, keine Munition mehr. Ja, auch schön. Ich habe eine Kugel gehört. Dann versuchen wir erstmal dich. Verhauen wir dich einfach nur mal. Oder machen wir jetzt einen ganz coolen Move und machen es so. Super. Hot. Alles klar. Super. Hot. Super. Hot. Super. Also mir gefällt dieser abstrakte Stil ja schon irgendwie hot. Ziemlich. Super. Ist, hot. Super. Hot. Ja. Super. Man fühlt sich ein bisschen wie in einer virtuellen Realität. Wär's mit nein. Alles klar. So, zack. Waffe. Schuss. Und noch ein Schuss. Jetzt kommen wir bestimmt irgendwo von hinten wieder die nächsten. Schön reingelaufen. So, da kommt schon die erste Kugel angeflogen. Hat die sich gerade gegenseitig erschossen? Oha. Okay, alles klar. So. Da kommt noch einer. Das wird zu knapp. Ah, da noch erwischt. Alles klar. Sehr gut. Ja, es war vielleicht jetzt noch nicht alles so ganz souverän, wie ich mir das vorstelle. Aber ich übe ja auch noch. Und wie gesagt, wie man jetzt gerade auch merkt, das war jetzt schon die fünfte Mission. Okay. Was ist denn jetzt kaputt? Oha. Sie haben mich entdeckt. Okay. Abgestürzt. Nein. War natürlich ein Scherz. Das gehört dazu. Nachricht empfangen. Zum Antworten Eingabetaste drücken. Wie hat's dir gefallen? Die Idee ist cool, aber ich weiß nicht so recht, was ich machen muss. Ich glaube, ich war in einer Fabrik, dann in einer Gasse und einer U-Bahn. Lol, cool. Jeder kriegt was anderes. Total irre. So kann man es auch nennen. Hm? Paar Glitches am Ende. Nicht autorisiert oder so. Dann hat es mich gekickt. Ha, yo. Die haben den Crack geupdatet, um das zu fixen. Ich schick dir eben was. Chat beendet. Ja, sehr gut. Übertragung stürzt mit der neuen Datei weniger ab. Ja, alles klar.
Gut. So, dann machen wir in der nächsten Folge damit weiter. Diese Folgen werden einfach immer ein bisschen würden schön knackig. Einfach nur, weil das Spiel auch so ganz schön ist und wir zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall mehr puzzeln müssen. Und dementsprechend machen wir jetzt schon mal Schluss. Ich freue mich darauf. Ich danke euch, dass du dir mir so ein bisschen deine Zeit geopfert hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kommentier doch einfach mal, was du da jetzt von hältst im Moment. Und sonst abonniere meinen Kanal. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.